Die Delta-Variante des Coronavirus sorgt nun auch in den USA bei Gesundheitsexperten für Sorge, denn obwohl Corona aus den USA weitgehend verschwunden ist in den letzten Wochen und Monaten aufgrund der erfolgreichen Impfkampagne, gab es zuletzt doch wieder neue Hotspots. Einer davon ist im US-Bundesstaat Missouri. Dort sind die Neuerkrankungen beim Coronavirus in den letzten Wochen um 50% gestiegen. Auch Florida verzeichnet wieder einen kleinen Tagesrekord, eine höchste Zahl an Infektionen seit Monaten eigentlich. Auch hier geht die Kurve in die falsche Richtung. Schuld daran ist die Tatsache, dass in vielen amerikanischen Bundesstaaten das Impfen nicht so schnell vorangegangen ist. Darunter auch Florida, aber auch andere weitere südliche Bundesstaaten. Mississippi zum Beispiel hat nur eine Impfrate von bisher 30% der Bevölkerung, die beide Dosen der Impfung erhalten haben. Das ist natürlich viel zu wenig für die Herdenimmunität. Große US-Metropolen wie New York haben bessere Zahlen. Natürlich mehr als 70% sind geimpft hier in New York. Deshalb breitet sich die Variante hier auch nicht so schnell aus. Gesundheitsexperten sagen, dass die Delta-Variante jetzt für 10% der amerikanischen Neuerkrankungen verantwortlich ist. Und es wird befürchtet, dass besonders in Bundesstaaten, wo wenige Menschen geimpft sind, sich diese Variante rapide ausbreiten könnte und zu einer neuen Welle möglicherweise führen könnte.